stehst nun an der Schwelle zu einer neuen Realität. Und bald wird nichts mehr, was du kennst und weißt, Gültigkeit haben. Ich habe über die Äonen viele Sterbliche zu mir gerufen, um ihre Tapferkeit auf die Probe zu stellen. Hier wird deine Welt mit den alten Elementen zusammenprallen. Die Brut des namenlosen Grauens wächst heran. Und der Circus ist der Ursprung des Übels, das sich über den Kosmos ausbreitet. Mach dich bereit. Die alten Elemente rufen nach Avataren, um den Siegeszug des Nightmare Child zu verhindern. The Star Bearer. The Beast King. The Celestial. The Demon. The Star Bearer. Dies ist das Reich des Wassers. Die alten Avatare sind machtlos, gefangen in der unendlichen Leere, zusammen mit ihren Herren und Meister. Du bist es, der auserwählt wurde, als Starbearer in den Kampf zu ziehen, um die Welt aus diesem Tal der Verzweiflung zu führen. Deine Mission könnte gefährlicher nicht sein. Durch finstere Gassen, in deren Schatten das Verderben lauert, wirst du dich kämpfen müssen. Durch das todbringende Labyrinth im Herzen der Stadt, bis zum Circus, wo es gilt, das Übel mitsamt seinen Wurzeln zu vernichten. Die böse Saat des Nightmare Child durchdringt bereits das Gewebe unseres Kosmos und verleiht der Finsternis, Augen zu sehen und Klauen zu töten. Wappne dich, denn vor deinem Antlitz wird das nackte Grauen Gestalt annehmen. Das Roadhouse. Hier beginnt deine Mission. Um als Starbearer bestehen zu können, musst du sein Reich von allem Bösen befreien. Sammle die verstreuten Teile seiner Rüstung ein. Mit jedem Stück wird deine Stärke zunehmen, bis du die ganze Macht der alten Elemente in dir spürst. Doch die Brut des Bösen wacht eifersüchtig über diese Artefakte. Nun geh, Avatar. Ich werde dir beistehen,
so gut ich kann. Geh die Treppe hinauf. Du musst dich bewaffnen. Verschlossen. Test 1, 2. Ist hier jemand? Hallo? Verschlossen. Der Weg zum Circus führt durch die Stadt. Deshalb muss es dir zunächst gelingen, dich aus dem Roadhouse zu befreien. Viele Hindernisse gilt es zu überwinden. Doch mit den elementaren Waffen des Wassers stehen dir alle Türen offen.
Verschlossen. 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 Das zweite Rüstungsteil zu erobern, wird schwieriger sein. Im Herzen der Stadt liegt der Indigo Palace. Dort wird dir ein heimtückischer Feind auflauern. Hast du das zweite Rüstungsteil, kannst du in die Docks gelangen. Von dort
wird der goldene Spiegel dich in sichere Gefilde geleiten. Erschlossen.
Geh nun zurück zum Roadhouse und öffne den Eingang zu den Docks. Dort erwartet dich die Halle der Spiegel. Ugh.